So, und da sind wir auch wieder zurück in einem neuen Ründchen Minecraft. Irgendwie ruckelt es gerade ein bisschen, habe ich das Gefühl. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich im Hintergrund 30 Milliarden Applications laufen habe. Aber jetzt geht's wieder, es fängt sich wieder. Vielleicht liegt es daran, dass ich gerade wieder angefangen habe, die neue Aufnahme. Genau weiß man es nicht. Und ich habe ein bisschen was vor. Nein, ich kann nicht laufen, weil ich nicht gefressen habe. Pfeife, und der Creeper ist hinter mir. Nein! Oh. Das fängt total super an, die heutige Aufnahme. War das der Arsch? Nein, da ist noch ein Arsch. Jetzt hau ich dich aber kaputt. So, Drecksau, Elende, ey. Das gibt's ja gar nicht. Scheiße, jetzt haben wir so ein riesen Loch im Hintergarten. Und wo kommen die Hunde her? Diese Hunde ohne Grunde laufen mir hinterher. Ich nichts getan. Ich bin guter Einwohner, guter Bürger von die Stadt, die hier am existieren ist. Und die spawnen sich immer zu mir hin. Wieso laufen denn hier auf einmal Skelette im Sonnenschein rum? Alter, du musst brennen. Oder sterben. Eins von beidem ist genehm. Heute, liebe Freunde, in der heutigen Folge habe ich etwas vor, das ich so noch nicht getan habe bisher. Und ich weiß auch noch nicht genau, wie ich es machen soll. Ich bin ein bisschen... Ja. Sag mal, diese Hunde sind mir echt unheimlich. Also hundheimlich sozusagen. Weil sich der Hund heimlich immer hinterher teleportiert. Wo sind die anderen Hunde jetzt? Was macht denn er da, Alter? Was ist denn heute los? Ihr schrägen Vögel. Der bewegt sich nicht, der explodiert gleich. Jetzt kommen die Hunde wieder. Hier ist doch was faul. Hier ist doch irgendwas oberfaul, irgendwas geht hier nicht mit Rechten. Da teleportiert er sich hin. Fort von dannen, es ist tagsüber. So, ich glaube, hier ist ein geeigneter Ort für meine... Ich muss dringend was fressen. Moment. Ich habe etwas vor heute und dazu muss ich da erstmal dringend was fressen, damit ich hier nicht gleich so einen Latschen kippe. Moment. Das machen wir gleich. Die Hunde nehmen wir einfach mal mit. Die stören ja einfach nicht. Weißt du, da haben wir ein paar Hundis dabei. Die freuen sich doch auch, die Kleinen, wenn sie mal ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen. Weißt du, und deswegen gehe ich mal hier rinne. Gehe ich hier rinne, mach mal hinne, weil, Alter, oh, ein schwarzer Hund. Ja, hier Völkerverständigung und so, dann nehmen wir natürlich auch schwarze Hunde mit. Wir wollen hier keine schwarzen Hunde diskriminieren. Auch wenn man die im Dunkeln nicht sieht, die schwarzen Hunde. Aber das ist natürlich das Ninja-Vorteil. Ich frage mich übrigens, jetzt mal ganz, was mache ich denn hier? Nehme ich die Dinger, ne? Tropenholz nehme ich mal oder nehme ich hier einfach... Nee, komm, nehme ich auch nochmal Tropenholz, Tropenpopen. Ich frage mich, die Ninjas kommen ja aus der asiatischen Kultur, ne? Ich frage mich, sind schwarze Mitbürger nicht eigentlich die besseren Ninjas? Gerade wenn es um Sneaking und Dunkel geht in der Dunkelheit, weißt du, so als Asiate leuchtet man da schon eher. Natürlich auch sonst als leuchtendes Vorbild und so, weil Asiaten sind ja bekanntermaßen... Huch, was will ich denn hier? Was war das denn? Ach, gebackene Kartoffeln haben wir da noch. Kartoschki. Der Asiate, der handelsübliche Asiate ist ja bekanntermaßen fleißig. Ne? Und so weiter und so fort. Aber der schwarze Einwohner, der wäre der bessere Ninja. Rein objektiv betrachtet jetzt, ne? Nicht, dass da wieder jemand ankommt, von wegen, voll ausländerfeindlich. Ist es überhaupt nicht. Gar nicht. Ich finde das bewundernswert. So, Zäune. Ich mache gerade Zäune, wie ihr seht. Ich träume von vielen verschiedenen Zäune. Die Frage ist hier wirklich der beste Ort oder mache ich das... Ich mache das unten, weißt du? Ja. Wir haben ja jetzt... Ihr wisst noch gar nicht, was ich vorhabe in dieser Folge. Ihr wisst es nicht. Ihr wisst es einfach nicht. Gerade du, der du da sitzt und gerade denkst, was hat der Alte vor? Du weißt es nicht. Du weißt es nicht. Du weißt es einfach nicht. So, da liegt...
Da liegt Fleisch, das finde ich schon mal sehr löblich. Hier haben wir ja schon so ein bisschen Zaun, ne? So, pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Ich ergänze den Zaun. So, der Hund bleibt drin. Ein Tor hätte ich gerne. Also ein Donnergott, natürlich. Ich hätte gerne meinen persönlichen Donnergott, ist doch klar. Den gibt's sonst nur, wenn man zu viel Ravioli frisst. Nee, Chili hier, weißt du schon. So. Geister, die ich rief, sind auch dabei. Geister, die ich rief, ist übrigens der Film. Ich weiß, es passt gerade überhaupt nicht. Ist der Mega-Weihnachtsfilm. Die mache ich mal wieder weg hier. Nur für diese Folge. Nur für diese Folge. Die Geister, die ich rief, ist natürlich der Mega-Weihnachtsfilm. Beziehungsweise für mich, das gucke ich. Also ich bemühe mich jedes Jahr zu Weihnachten immer, die Geister, die ich rief, zu gucken. Ich weiß nicht warum. Es hat sich bei mir so ein bisschen eingebürgert. Was übrigens ein komischer Begriff ist. Eingebürgert. Ne? Hört sich an wie so Einbürgerung, irgendwas. Weißt du was, ich mache hier mal richtig auf die Kacke jetzt. Ich räume das hier auch mal weg. Und du weißt gar nicht, was ich vorhabe. Und ich weiß, wir sind wieder hier unten. Und ja, das mag vielleicht auf Dauer schon ein bisschen nervig sein. Aber du wirst dann gleich sagen, gut, dass wir hier unten geblieben sind. Das hast du richtig gut gemacht. Gronky Boy, du alte Socke. Du kleiner, tu nicht gut. Da hast du ja mal wieder aus den Vollen gegriffen. So, warte, bevor wir hier aus den Vollen greifen, hier noch ein bisschen Fauxpas. So, das da hinten ist der Golem, hier irgendwo habe ich gerade einen Zombie gehört. Aber der tut nichts, der Zombie ist ein super Typ. Hier, Hund, geh doch mal weg jetzt hier, Mann. Die alten Flothöhlen hier, da kommt man nicht durch, oder? Da kommt man nicht durch. Geh doch mal weg. Ich hab euch voll lieb, ihr Drecksäcke, aber ihr nervt. Also ich meine jetzt die Hunde, ne? Jetzt nicht ihr so, sondern wirklich die Hunde. Also ehrlich jetzt, voll in Ehrlichkeit, ganz in Ehrlichkeit. Kennt ihr das? Was ist das denn? Sieht schon majestätisch aus, der Herr Bogenschütz, aber gebracht hat's ihm nix. Kennt ihr das noch, wenn man das so als Kind gesagt hat? Ganz in Ehrlichkeit. Wenn man dann ganz sicher gehen wollte, dass jemand einem glaubt, obwohl man natürlich voll frech gelogen hat. Einmal, als du nicht da warst. Sagt man dann ja auch immer so als Kind. Und dann sagt er dann immer, ganz in Ehrlichkeit. So, pass auf. Wir wollen ja aber nicht, ne, und so, sondern wir machen ja hier, wir machen ja Erwachsenenunterhaltung, damit das mal klar ist, ja. Da ist ein Let's Play für Erwachsene. Da machen wir nur ernsthafte Themen, auch politisch und so. Bin ich immer dafür, immer was Politisches. Gibt's ja ganz oft, also einmal im Jahr wird das ganz oft gefragt. Also zweimal dann den Tag. Und dann gibt's so, ey, mach mal was Politisches und so. Ja, muss ja auch mal sein. Was hältst du denn da und davon? Da fliegt wieder so ein Drache. Und so politisch kann man ja eigentlich nur, ja, Merkel ist doof. Steinbrück stinkt. Weißt du, so das Übliche halt, so diesen weiß ich nicht, so Stammtisch-Sprüche wieder. Ja, ist voll doof, wie die das mit den Steuern machen. Steuern senken, Arbeitslosenzahlen senken. Mehr Arbeitsplätze, das sind so die politischen, weißt du, da so richtig tiefgreifend einfach gehen bei den Themen. Da oben fliegt ein Geist. Warte. Moment, Geist auch nochmal weghauen. Ich weiß gar nicht, warum ich das eigentlich mache. Das lohnt sich gerade gar nicht. Merkel ist doof. Habe ich das schon erwähnt? Das ist meine total politische Meinung. Meine sachkundige, fachkundige Meinung. Um das mal tiefgehend zu analysieren. Ach, pass auf, wir machen nochmal... Doch, Stickies haben wir noch. Huch. Habe ich mich versemmelt. Mache ich aber eben mal... Ne, weißt du schon. Hier ein Zauntor kann man machen. Wird man nicht sofort ausgelacht, wenn man ein schönes Zauntor macht? Was ist das denn, hä? Schmeiß mal weg den Kappes. Und jetzt machen wir hier ein schönes Zauntor. Pass mal auf, jetzt reicht's mir mal. Kommt mal her, ihr Hunde. Ihr setzt euch jetzt mal hier hin. Huch. So, jetzt möchte ich mal folgende Dinge probieren. Alter, das gibt's doch gar nicht. Der mit seinem Knackarsch, der Creeper. Also er hat wirklich hinten so einen ausgeprägten, ich weiß nicht, die Honeyball hat da sehr interessante Fokussierungen, sag ich mal.
der Creeper mit dem knackigsten Arsch, das sage ich jetzt ganz objektiv, ne? Also no homo und so, weißt du ja. Aber der Creeper mit dem knackigsten Arsch sieht ausgerechnet total besemmelt in der Fresse aus. Ich weiß nicht warum. Ich erkenne den Zusammenhang nicht. Aber gut. So, jetzt aber erstmal zwei schwarze Herzen haben wir. Das ist egal. Wir brauchen Moos. Wir brauchen. Ach, scheiße. Ohne Moos nichts los. Wir brauchen Moossteine. Eisen haben wir dabei. Jawohl. Ich crafte am besten gleich mal da oben schon los. Ist es eigentlich gerade dunkel? Ja, nee, doch schon fast halb. So, dann laufe ich mal ganz schnell wieder zurück und hau mir mal eine Falle. Eigentlich voll doof, dass ich das nicht oben machen kann. Andererseits, wer hindert mich denn daran? Ich kann es doch oben machen. Und ich habe in dieser Folge ja noch ein bisschen Zeit. Ich werde jetzt diese Folge, das habe ich mir nämlich vorgenommen, die mache ich jetzt so lang, wie es eben nötig ist. So. Bis zur 1000. Folge haben wir ja eh noch irgendwie so 2-3 Folgen vor uns. Und deswegen kann ich gerade in dieser Folge sagen, jawohl, ich habe übrigens immer noch nicht geupdatet, wie man sieht, jawohl, ich werde mir so viel Zeit nehmen, wie nötig ist. Jetzt hätte ich quasi noch bei einer 15-Minuten-Folge, hätte ich jetzt noch 3 Minuten Zeit. Aber ich sage nein. Ich sage nein zu dieser künstlichen Einschränkung. Mist. Oh fuck, Alter, meine Nase kitzelt gerade so wie noch nie. Alter, was ist denn da los? Als hätte ich eine Kakerlake in der Nase. Kakerlakennase, ii. Warte mal. Ah, wie das juckt, Alter. Hoho. Alter, was denn da los? Brenne! Wieso bringe ich den eigentlich um? So, okay, wenn er da ist. So, okay, wir haben jetzt einen Tag Zeit. Wie viele Zäune habe ich noch? Nicht mehr so viele, das ist ja doof. Egal, so lange wie es dauert, nehmen wir uns die Zeit und wir tun es hier. Da mache ich mir sogar, ich nehme mir sogar die Zeit, hier noch mit Erde zuzugraben. Natürlich wird sich der ein oder andere fragen. Die Musik hört sich gerade wieder an wie Fablö. Natürlich wird sich der ein oder andere fragen. Ich mache schon 11 Minuten die Folge und ihr habt immer noch nichts auf Kette gekriegt, ey. Ja, hallo, willkommen bei Let's Play Minecraft. Wir spielen das schon seit 3 Jahren so. Nee, seit über zwei. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon Minecraft spielen. Das ist schon... auf jeden Fall schon eine Minute, mindestens. So, hier, das machen wir gerade mal so. Einfach nur, damit da nichts passiert. Und hier kommen schon wieder Eier an. Ach, die sammeln sich jetzt alle da hinten oder irgendwo in der Suppe da oben. Naja, ich dachte gerade, hier zündet ein Creeper. Ich bin schon mental gestört von den Viechern. So, sagen wir mal hier, bis hier. Bis da, Gronkh? Was machst du denn bis da? Ja, das willst du gleich sehen. Erstmal nimm mir mal die Patschepfötchen hier weg. Weil, oh, das ist auch interessant. Das wäre auch interessant, da ein Loch zu lassen. Und dann gucken, was passiert. Aber ich mache hier erstmal so bis hier. Komm, weil es so schön ist, machen wir das genau bis zum Wegesende. Aber was denn? Warum trennst du denn da jetzt? Sag doch mal, spann uns doch nicht so auf die Folter. Wünsche ich mir, dass das jemand sagt, aber in Wahrheit, dann sitzen die Leute da. Alter, kommt der endlich mal zur Potte? Immer die gleiche Scheiße, der kriegt nie was gebacken. Mann. Oh, jetzt, ich würde jetzt gern was gebacken bekommen übrigens. Ein Kuchen oder so. Kann mir jemand mal was backen? Wieso liegt hier... ein grünes, ranziges Herz der Untoten. Ah ja, natürlich. Ja. Warum frage ich überhaupt? Dass die Untoten ihre Herzen einfach überleben lassen. Ist doch nicht Valentinstag heute. So, Hundi sitzen da noch brav. Ansonsten alles easy manisi. Hier ist nichts los. Ich klaue mir nochmal ganz kurz die Scheiße zurück und dann... Entschuldigung, es zieht sich doch ein bisschen länger, als ich gedacht hatte. Ich habe gehofft, ich bin in 2 Minuten durch. Dann geht die Folge nur 2 Minuten, wenn ich alles geschafft habe. Aber naja, jetzt sitze ich hier schon wieder mit über 15 Minuten, weißt du? Irgendwann glaubt mir noch jemand, dass es Arbeit ist oder so. Aber nee, eigentlich ist es ja Spaß. So, okay, das Tor nehme ich ja mit. Und dann machen wir ja weiter.
Ich ziehe die Folge jetzt auch nur in die Länge, weil ich geldgeil bin. So. Und dann kassiere ich nämlich, ich mache die Folge einfach doppelt so lang und kassiere bei allen Werbepartnern doppelt ab, weil das geht ja so. Ich rufe die dann an, so machen wir Let's Play, wir YouTube-Partner das. Aber ich, das Thema langweilt mich schon. Boah, wie mich das langweilt. So. Ach, siehst du mal, die Geister, die ich rief, haben wir da wieder. Hallo, aua. Hallo, aua. So, Hunde sitzen, ne? Gut, Hunde sitzen. Gronkis flitzen. Hier ist nichts, hier ist nichts. Und wir laufen schon wieder hier in diesem langweiligen Gedöns rum. Beziehungsweise so langweilig ist es gar nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Eigentlich sind die Felder total spannend. Wir haben uns nur einfach schon zu lange dran aufgehalten. Das ist wirklich ein Problem. Auch für viele Leute, die dann denken, ey Gronk, du bist total LW geworden, um das Thema nochmal ganz kurz aufzugreifen. Es liegt nicht etwa daran, dass ich mich seit damals großartigst verändert hätte. Gut, ich bin ein bisschen aufgedrehter als in der ersten Folge. Das liegt aber daran, dass ich mich natürlich auch in den Jahren ein bisschen geändert habe, auch im Moderationsstil. Wir alle ändern uns über die Jahre. Ich bin da nicht von ausgenommen, Freunde. Und das ist auch scheiße. Nee, das ist auch gut so. Weil, so ist das Leben, ne? Man passt sich ja immer so ein bisschen an, gerade als Mensch. Menschen, die wir alle sind, wir passen uns an. Wir sind ja die anpassungsfähigsten Tiere. Alter, so wie ich quatsche, bin ich wirklich so ein Tier. So, darauf ein Blümchen. Ich muss mal gucken, was ich hier für Scheiße wegschmeiße. Hier, komm. Das schmeiße ich alles in den Fluss. Das ist ja hier unser... unser Endlager, das kommt weg hier. Verrottetes Fleisch, Augen, Haifischzähne. Wir haben genug davon. Wir brauchen das alles nicht. Die Knochen da. Gut, Tropenholz behalte ich mal. Aber Kobbels, ganz ehrlich, haben wir genug. Pflastersteine hier. Ey, wir haben so viele Kisten voll mit Pflastersteinen. Pflastersteinmauer kann man mal behalten. Aber ja, wir gehen. Weiß ich, so geizig aber mit dem ganzen Scheiß. Schwarzpulver haben wir so viel. Braucht man nie im Leben. Steine kann man behalten. Ja, jetzt haben wir zumindest ein bisschen Platz. So. Ist das wenigstens hier umweltverschmutzungstechnisch schön da unten angekommen, wo die giftigen Fische sind? Sehr gut. Hoffentlich sterben die daran, diese giftigen Fische. Das ganze Atoll soll verrecken. Politisch inkorrekt. Nein, das Atoll kommt ja daher, dass es toll ist. Ah, toll. So ein Ding hier, ne? Mit diesen tollen Dingern, die uns alle ständig vergiften. Was ich total super finde. Ich liebe Tiere, die mich vergiften. Lass Schlangen in dein Herz. Ja, lass doch Schlangen in dein Herz, wörtlich gesehen. Komische Leute, die zu Hause Schlangenaquarien halten und die mit weißen Mäusen füttern, weißt du, dann aber darauf pochen. Tiere sind auch nur Menschen. Ach komm, ich fütter mal meine Boa Constrictor mit 10 Feldhamstern und einem Meerschweinchen namens Gerd. Weißt du, diese komischen oder haben so ein Chamäleon. Weißt du, und füttern das mit Fliegen. Chameli. Was sind die Mehrzahl von Chamäleon? Chamäleons? Chameloiden? Chamelia-Slip-Einlagen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall füttern sie damit Fliegen und sagen, ja, mein Chamäleons sind die besseren Tiere. Das ist nicht so schlimm, wenn ich die mit Tieren, mit Fliegen fütter. Das sind minderwertige Kreaturen. Die haben hier einen Oberstundganglion und fliegen immer in Lampen rein, nachdem sie über den Wald geflogen sind. Kleine Einspielung gerade. Nee, aber das ist so diese zwei... Wie heißt das nochmal? Zwei Zwiegespaltenheit, Doppelmoral, Pipapo, weißt du schon, von bei manchen Tierbesitzern. Nur bei manchen. Ist nicht alle. Ich habe auch nichts gegen Schlangen. Ich habe auch nichts gegen Chamäleonsen. Ich habe generell nichts gegen Tiere. Außer wenn eine Schlange zum Beispiel gerade ihre Giftzähne in meinem Bein versenkt, bin ich nicht sehr erfreut darüber. Das kommt natürlich drauf an, wie lange das Gift braucht, um sich über den ganzen Körper auszubreiten. Später legt sich dann mein Ärger und mein Zorn verraucht schnell, meist nach 10 Minuten, je nach Giftmenge. So, ich quatsch hier schon wieder einen Scheiß zusammen, ich brauche Moossteine. So, liebe Chamäleon-Besitzer, Chamäleonsen-Besitzer, bitte nehmt's mir nicht übel. Was ist die Mehrzahl von Chamäleon? Oder von Salamander? Salamande? Salamandrin? So, 64 Maossteine. Was brauche ich noch? Ich habe einen Zettel, wo auf dem steht,
eine... Ja, ja, okay, ja, das kann ich hoffentlich alles auftreiben. Ich hoffe, ich habe alles parat. Habe ich hier Seelensand? Nicht erwarten. Habe ich... Ich habe folglich keinen Seelensand vor Ort. Ah, ist jetzt aber nicht so geil. Weißt du was? Dann hole ich mir eben Seelensand. Jetzt scheiße ich auch mal drauf. Ich will das jetzt durchziehen. Ich will jetzt nicht erst in den Nether... Oh, in den Nether... Jetzt hier raus. Ich höre hier was Fieses. Nichts Fieses? Ich will hier auch gar nicht rein. Ich sag doch, ich will nicht in den Nether. Wieso gehe ich jetzt in den Nether? Ich bin so bescheuert manchmal. Aber ich kann noch hier, ich kann noch da, ich kann noch... Aua! Kannte ich nicht hier? Ja, so geht's auch. Na gut, gehen wir mal hier entlang. Zum Glück ist hier alles friedliebend und monsterlos. Obwohl hier nicht alles... Hier ist alles nicht so gut ausgeleuchtet. Hier muss ich auch mal weitermachen. Alter, hier ist noch so viel zu tun eigentlich. Und hier die schönen Roslein, die schönen Röslein. Zum Valentinstag kann ich hier ganz viele Blumen verschenken, die sich dann als Warzen rausstellen. Alter, ich verschenk doch... Obwohl, hat ja auch was Intimes, zum Valentinstag einfach mal Warzen verschenken. So die eigenen, die man ausgeödet hat. Kann man dann ja einfach, oder mit einem Löffel ausgeschält, kann man ja einfach mal machen. Weißt du, es ist ja auch was Persönliches. Man soll ja auch mit dem Herz schenken. So, jetzt haben wir Seelensand. Sieht da schon wieder so dunkel aus. Wird es schon wieder Nacht? Verarsch mich nicht, doch nicht so schnell. Ich glaube, es hackt. Es wird schon wieder Nacht. Vielleicht ganz gut so. Belassen wir es bei der Nacht. Hoffen wir, dass wir leben werden. Wir haben da hinten jetzt ein Loch am Dingens. Alter, wir müssen noch ein bisschen was reparieren. Oh, Skorpion kämpft gegen Mantarochen. Spannende Musik. Spannende Musik. Hadouken. Aber der Mantarochen wehrt sich gar nicht und der Skorpion hat irgendwie Altersschwäche. Der prügelt den einmal durch die Gegend. Jetzt hat er ihn weg. Alter, die Skorpione sind so brutal. Wie eine räudige Straßengang. Alexi. So. Ich habe jetzt Seelensand. Was brauche ich noch? Ich brauche noch etwas aus Holz. Etwas aus Holz. Was mache ich denn? Ich habe ja Holz dabei. Etwas aus Holz. Boah, war ich gerade voll irritiert, wie man sowas bastelt. Ich brauche noch die. Willst du mich verarschen? Fang an zu ackern? Ich hau dich gleich, du dämliches Kack-Meldungsgedingse. So. Auf jeden Fall hier, machen wir auch nochmal. Ah, das geht ja nicht. Zwei Holzspitzhacken. Netherwarzen. Warze, warze, warze. Und Pilze. Pilz. So, hier kein Creeper, kein... Ich muss ja vorsichtig sein. Da hinten haben wir wieder Fury in the Slaughterhouse und drei Geister. Jut, jut. Dann wollen wir mal ein bisschen Crafting machen. Jetzt werdet ihr auch sehen, was ich hier vorhabe. Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist schon mal falsch. Fängt da super an. Bemoost. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und hier 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Achso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich komme mir vor, wie Detlef die Soße beim Tanzen üben. Ach, jetzt, die Eisenbahnen haben perfekt gereicht. Ich bin so super. Nee, eigentlich hätte ich nur Glück. Oh, ein Village-Spawner. Also ein Villager-Spawner. Oh, ein Villager-Spawner. Nein, das ist der falsche. Das Rezept ist falsch. Was? Das stand so aber da. Ich schwöre, es stand so da, dass ich Seelensand brauche. Nein, ich wollte doch Wither. Wither wollte ich holen. Und da stand, es geht mit Soul Sand. Und ich kann keine Wither holen. Weil die erst mit der 1.5 kommen. Kann das sein? Und ich habe noch nicht geupgradet.
Nein. Ja, Mushroom. Geht auch nicht. Mit der Mushroom kriegt man nicht den Mushroom-Kau. Leck mich doch am Arsch. Spiel belügt mich voll. Also das, die Rezepte belügen mich voll. Habe ich so einen blöden Villager-Spawner jetzt nur. Ich schleiche mich da gerade mal hin. Die Monster dürfen mich nicht erwischen. So. Egal, wir haben Villager-Spawner. Das muss reichen. Da kommen Eier. Für die Villager. So. Oh, hallo du, sagt Leon der Priester. Wo ist denn Leon der Priester? Das da hinten? Ist das der Priester? Was ist da oben? Das ist nicht Leon der Priester. Wo ist denn Leon der Priester? Bist du Leon der Priester? Nee. Timmy die Töle. Mac der Priester. Wie kann ich dir helfen? Willst du mich verarschen? Komm halt die Fresse, du bist kein Priester, Junge. Das sehe ich dir sofort an. Ich wollte dich schon immer mal aus... Oh, die... Der Finanzdirektor überwacht hier wieder alles. Die spawnen hier ganz kurz und dann gleich wieder weg. Huch! Hallo Fremder. Und alles immer Priester. Penny der Priester, Eve der Priester. Spawnen die hier nicht in Alpha-Region? Kann man die hier nicht spawnen lassen? Das wirft meinen ganzen Plan jetzt zurück. Wie kacke ist das denn? Hier ist ja eigentlich Wüstenregion. Wenn mich nicht alles täuscht. Hier müsste Desert sein. Da steht's. B-Doppelpunkt Desert. Wir sind hier also gerade in der Wüste. Sieht man eigentlich meine Dingens hier noch? Den Seed? Nee, ne? Haben sie rausgemacht. 147 spielen wir ja noch. Ich komme jetzt schäbig vor. Alter, wie kacke ist das denn jetzt, dass die Villager... Ich habe dich ja nie vorher hier gesehen. Alter, ich wohne hier. Du musst neu hier sein. Halt die Fresse. Seft die Bäuerin, bist du neu hier? Alter, ich wohne hier. Ihr spawnt hier nicht mal, ihr Drecksäcke. Huch. Was ist denn mit denen? Warum spawnen die hier nicht? Ist euch die Alpha-Region nicht gut genug? Ihr Mistschweine. Was muss ich euch denn... Ich hab gehofft, ich kann ja ganz toll und so in dieser Folge. Wie kann ich dir helfen? Ja, spawn doch einmal mal vernünftig. So, bevor ich euch die Haut abziehe. Wie dem Gesellen hier gerade. Toll, dann muss ich... Ach, Gott. Schnauzegeist. Ja, du auch. Ach, Kacke. Ah, ah, was? Alter. Dreckskackspinne. Ich hab grad keinen Bock auf euch, ihr nervt mich alle. So, es ist nicht Vollmond. Die Werwölfe hunden einfach nur rum oder sind einfach nur Wölfe, ich weiß nicht genau. Alter, du willst mich wohl verarschen. Jetzt gehe ich 2 Minuten weg, ist der ganze Käfig voll. Nein, jetzt hab ich blöde Enderman aktiviert. Ach, komm's halt rum. Hä? Wo? Ja, wo? Ja, wo? Wo bist du denn? Ja, wo denn jetzt, Alter? Der kommt ja her, brüllt ja alles über. Und sagt mir nicht mal Bescheid, wo ich ihn abholen kann. Ach, jetzt habe ich ihn aus Versehen angeguckt. Die schämen sich immer, weil die so hässlich sind. Da war er gerade hier. Behind you. Hier, komm, ich dreh dir mal den Rücken zu. Enderman mag ja nur von hinten. Also, teleportieren, kommen. Also, ach, egal. Jetzt reicht's mir aber langsam mit den billigen Sexwitzen. Schnauze. Aua, Schnauze, sag ich doch. Schnauze, Schnauze.
Wo ist denn der Enderman? Klettert im Baum rum. Na ja, gut. Die Spinne... Nein, Alter. Ich bin ja nur von Idioten umgeben. Das sieht ja ganz cool aus eigentlich, oder? Mit dem fliegenden Geist da oben, das ist schon ganz cool. Ah, oh, ich liebe Ponys. Ponys sind so süß. Vor allen Dingen in der Wurst. Nein, Ponys sind schon total süß. Ich bin ein großer Pony-Freund. So, egal. Jetzt sind wir schon bei 30 Minuten und ich habe immer noch nichts auf Reihe gekriegt. Alter, das ist ja super ätzend. Ich wollte das doch gar nicht so lange machen. Ich wollte nur mal ganz kurz hoppala hopp machen. Dann dachte ich mir... Ach, das ist doch blöd. Mit Zombies ist das blöd. Ich wollte doch was mit Villagern machen, mit Withern und Mushroom Chaos. Und nichts von dem funktioniert. Und jetzt habe ich kein Eisen. Doch, da habe ich noch das Eisen dabei. Das ist doch jetzt ein bisschen schade eigentlich. Das ärgert mich ein bisschen. Vielleicht waren es ja die lila Mushrooms. Jetzt wollte ich was mit Zombie. Hier Creeper könnte ich machen. Aber wer denn? Ein Creeper-Spawner? Nee, ey, ganz ehrlich. Creeper sind nicht so meine Lieblingsdinger. Was gibt's denn noch alles? Wassermelonen-Spawner wäre schön, gibt's aber nicht. Okay, mach ich mal weg. Ach, das darf doch nicht wahr sein hier. Das darf doch nicht wahr sein. Nichts funktioniert heute. Nichts. Ich wünsche es mir doch so. Muss ich wirklich Skelette und Zombies nehmen? Das ist doch so oll einfach. Habe ich denn sonst keine Pilze? Ich grübel jetzt mit mir selbst. Weißt du, was ich jetzt mache? So, Cheats erlauben. Hab da nicht gesehen. So, jetzt reicht's mir aber. Hab ich jetzt eigentlich... Scheiße, ich weiß die Befehle gar nicht mehr. Leon der Priester, Mac der Priester, Eve der Priester, Penny Priester, Jeremy der Schmied, Jessica die Bibliothekarin, Steph die Bäuerin, Harris der Bauer, Mac der Priester. Alter, so viele Priester? Ist ja eine Katastrophe. War das so? Der Spielmodus wurde geändert. Ja, es war so. Ach, Gott sei Dank. Nach einem Monat habe ich das natürlich alles wieder vergessen. Was brauche ich jetzt? So, lass mich mal gucken. Ach, hier kommen mal lustige Köpfe. Überhaupt mal lustig, was es hier so alles gibt, ne? Inzwischen hier Endertruhe wollten wir auch noch machen. Pipapo. Es gibt noch so einiges, was wir vor uns haben. Hier sind die ganzen Bedbikes, Silverfischbike. Ach komm, weißt du was? Die Folge ist eh schon voll im Arsch. Bunnybike, wir probieren es einfach mal. Hier, war ja gerade Ostern. Weg die Melonen, weg die Eisenbahn. Ach, die Eisenbahn brauchen wir noch. Scheiße. Na egal. Was haben wir noch? Ein Bedbike. Zu Weihnachten. Nee, das mache ich zu Weihnachten. Das meine ich nicht jetzt. Snow Golem hatten wir schon. Spiderbike. Ein Ender Dragon Bike. Wäre auch mal ganz interessant. Das Notch Bike ist witzig, aber hat bei mir irgendwie nicht ganz so gut geklappt. Und Chocobo. Chocobo muss natürlich sein. Das gönne ich mir heute mal. Das ist einfach eine völlig verkorkste Folge. Ich glaube, ich nenne die auch völlig verkorkste Folge. Chocobo? Du bist mir unheimlich, weil dein Körper fehlt. Der sollte auch irgendwas machen, glaube ich. Kann ich den wieder... Ich kann ihn nicht zurück einfangen. Normalerweise kann ich den zurück einfangen, aber den kann ich nicht zurück einfangen. Ich kann den nur mounten. Hey! Was passiert, wenn ich noch einen... Hä? Das war jetzt Easter Bunny. Alter, ein grüner Zombie-Hase. Weg damit. Halt! Puschelhase, bleib mal. Boing, boing. Ach, Alter, der legt ja Eier. Hat der gerade irgendwie Eier gelegt? Huch, ach Mist jetzt. Hallo? Alter, jetzt. Völlig verkorkst. Jetzt hat er da ein Ei reingelegt. Ich glaub's ja nicht. So, ist die völlig verkorkste Folge. So, hier sind wir gerade mit dem Osterhasen. Das ist ja auch schön. Komm, wir scheißen jetzt mal auf die Konvention. Wir machen hier einfach mal Kacke jetzt. Das darf doch auch mal sein, oder? So, hier der Chocobo. Der, Alter, der sieht schon schräg aus ohne Textur. Den haben wir jetzt doch wieder eingefangen, weil wir waren ja auf dem falschen Ding. Und so ist ein... Jetzt dreh dich doch mal um.
Hallo, Chocobo. Macht der irgendwas, wenn ich Leertaste drücke? Nee, ne? Der springt nur. Mal gucken, wie das aussieht. Chocobo, Chocobo, Chocobo. Ich dachte, er fängt an zu rennen. Da war mir doch so. Oder soll... Naja, so spannend ist das jetzt aber nicht. Na gut. Ich dachte, der macht noch irgendwas. Oder da sollte... Eigentlich sollte die Melodie abspielen. Die Chocobo-Melodie. Chocobo, Chocobo. Wie auch immer man es ausspricht. Man weiß es nicht genau. Doch, Grund, man weiß es. Nur du nicht. Oh, die sind ja süß. Da, wie süß. Hui! Ich bin Batman. Alter, oh, die arme Fledermaus. Den dicken Gronkh hier so... Batman. Batman. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Huch, wie komme ich jetzt wieder runter? Boah, ist geil. Das Fledermaus-Bike gefällt mir richtig. Und für alle Leute, die inzwischen geschrieben haben, du bist voller Kack-Cheater, du Scheiße, wie kannst du sowas machen, bla bla bla. Das hier ist doch sowieso natürlich eine gebackupte Welt, sonst hätte ich doch den Krater nicht so gelassen und so weiter. Was denkst du denn, Kollege? So. Halt, eine Sache wollte ich noch probieren. Ah ne, die fliegt ja einfach nur, ne? Okay, na gut, dann lassen wir die mal. Das ist all... Hä? Hä? Achso, das ist jetzt aber normal, weil ich kann ja, ich bin ja gerade im Dingens-Modus, deswegen kann ich ja auch normal fliegen. And the Dragon Bike. Ich war das nicht. Entschuldigung, ich wollte dich nur cool ankündigen. Fliege mich empor! Alter, der ist cool schnell. Hallo, ich kann strafen. Da hing gerade Minecraft. Offenbar, also die Bikes sind alle nicht ganz ausgereift, glaube ich. Ja, 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 ist ja gut, dicker Lem. Hm? Kriegst ja gleich deine Milch. Alter, wie geil schnell der hier durch die Gegend flitzt. Und wie geil der Minecraft zum Hakeln bringt. Ich glaube, ich packe den mal lieber schnell wieder ein. Du bist ein guter. Tschüss. Och nö, schon wieder so ein Dingens. Okay, dann haben wir ein paar Bikes ausprobiert, was ich aber eigentlich machen wollte. Wir gehen ja dezent in Überlänge. Ich merke das gerade schon. So, hier, weg damit, weg damit, weg damit. Oh, die Fackeln behalten wir. Chocobo, weg damit. Dino-Bike können wir auch nochmal ausprobieren. Das ist ganz lustig eigentlich, glaube ich. Ein Ender-Bike, Ghast-Bike, das lassen wir uns für später, ne? Wir müssen ja nicht alles sofort machen. So, was ich aber eigentlich machen wollte. Wolf, Ocelot, Dorfbewohner. Können wir mal probieren. Ich weiß nicht genau, ob es funktioniert. Dann mache ich das eben ohne die Spawner. Zombie, Schaf, Kuhhuhn, Tintenfisch, Kuhhuhn. Ocelot, Bunny, Feierogre, Ogre, Horsemob. Horse, Mob, Horse. Turkey, Bird, Turtle, Snake. Ah, oh, Turtle. Shark, Werewolf. Werewolf will ich unbedingt erschaffen. Ein Wraith können wir ja mal machen. Wraith. Wrath. Eine Ente. Ente können wir auch mal machen. Lalalala. Ein Bär. Cave Ogre. Ach, weißt du was? Fire Ogre, Ogre. Weißt du, was soll denn der Geiz? Wir spielen, wie gesagt, im gebackupten Spielstand. Hier kann nichts passieren. Heute mal ausnahmsweise, weil es so schön ist. So, Cave haben wir und einen normalen Ogre und einen Feier-Ogre machen wir auch. Das Schwert würde ich gerne behalten. Hauen wir die Fackeln weg. So. Ah, Babymädchen, Babyjunge. Fireworkstar. Huch. Item Editor not found. Item Potion Fertility not found. Pfeife. Erschaffe Dorfbewohner, Dorfbewohnerin. Hier ist die Feuerkugel, Buch und Feder. Pipapo, man kennt es ja. Wir haben doch gar keine Bücher geschrieben, ne? Ne, pass auf, vorher. Wir machen hier mal ein bisschen erschaffe Dorfbewohner. Schnauze. Schnauze, ihr Fakes.
Klappt wie am Schnürchen. Turtle. Ich glaube, Turtle kann man füttern. Turtle. Schildkröten. Hey, hier kommen die Hero Turtles. Super starke Hero Turtles. Oh, wie geil. Oh, das ist so süß. Vanessa, der Bibliothekar? Was? Wollt ihr mich verarschen? Harris, der Bauer? Hier ist doch niemand mehr. Wer quatscht denn hier? Steff, die Bäuerin, Russ, der Schmied. Niemand mehr. Erschaffe Duck. Ente. Komm, Enten machen wir jetzt auch ein paar hier hin. Ich hatte nämlich eigentlich was Besonderes vor mit diesem Gehege. Eigentlich wollte ich was Spezielles machen mit Dorfbewohnern und so, aber es geht wohl nicht. Ogre, lassen wir mal lieber. Was haben wir hier hinten noch? Ein Wraith. Was passiert eigentlich, wenn wir einen Wraith hier reinsetzen? Ach, das ist er. Er stirbt doch eh. Habe ich gerade verwechselt mit dem anderen Krams. Hey, nicht rausgehen. Hört sich an wie Mars Attacks. Wir kommen in Frieden. Oh, hallo du, sagt Robin, der Bibliothekar. Der unsichtbare Bibliothekar. Wahrscheinlich von der unsichtbaren Universität. Mit der unsichtbaren... Da ist ja noch Seelensand. Na super. Ich bin ja auch ein Schlaukopf. So. Diesen Wraith können wir ja gleich wieder wegschmeißen. Spinne, Zombie, Schleim, Ghast. Ja. Creeper. Ein Ghast können wir spaßeshalber auch mal machen. Zombie, Pigman, Enderman, Höhlenspinne, Silberfisch. Eine Lohe. Magmawürfel, Fledermaus. Eine Hexe. Warum nicht mal eine Hexe? Ogre, Cave-Ogre. Nein, Feier-Ogre mache ich dann später. Enderauge können wir theoretisch auch machen. Leuchtfeuer. Ach, es gibt so viele schöne Sachen, die man machen kann. Einfach mal eine Folge voller Nichts. Voller Rumprobieren quasi. So, Turtle, Ghast, Hexe. Reitet jetzt auch mit ihrem Besen rum. Hey. Sexy Mama. Ich liebe deine Nase. Und du bist so super süß. Lass uns schmutzige Liebe machen. Aber nicht mit deiner Nase, bitte. Rutscht die Nase gerade runter? Und jetzt rutscht die Nase wieder hoch? Strange. Aua. Hey. Du willst die Liebe, hä? Huh? Ich sehe es in deinem Auge, dass du die schmutzige Liebe willst. Oh, du bist eine kleine Biest, du sexy Mama. Die hat da irgendwie so eine Potion mit drin, so eine Flasche. Das sehe ich ja jetzt erst. Die hat ja Brüste. So zusammengequetscht. Die quetscht ihre Brüste zusammen. Die posiert bestimmt für Bilder auf Facebook. So, was machen wir mit der Hexe? Keine Ahnung. Wir können die Schildkröten auch irgendwie füttern. Ich weiß nicht genau wie. Und mit dem Dino-Bike, das ist ganz niedlich. Oh, nicht die Mama, nicht die Mama. Ah, nee, das war ja der andere. Ich würde jetzt gerne... So. Ich glaube, das ging irgendwie... Hä? Wie war denn das nochmal? Irgendwie konnte man mit denen noch was machen. Verdammt. Ich kann mit dem Dino-Bike, soll das jetzt irgendwie gehen? Scheiße, ich habe aber vergessen, welche Tastenbelegung. Oh, ist das süß. Oh, ist das süß. Oh, ist das süß. Oh, ist das süß. Es gibt mehrere Dinos übrigens. Huch. Hallo? Es gibt mehrere Dinos, die man summonen kann. Und, das Gute daran ist, dass die irgendwie kann man das noch machen, dass die dann, dass man mit den Viecher mitnehmen kann. Ja, jetzt haben wir eins. Jetzt haben wir die Ente geschnappt gerade. Da muss man wohl nur genau zielen. Jetzt haben wir die Ente gerade im Maul. Und wir können die dann einfach woanders wieder loslassen. Wir nehmen die Ente und verschieben sie woanders hin. Also hier zum Beispiel, wie lasse ich die Ente jetzt los? Hilfe! Ah, jetzt haben wir die Ente losgelassen. Mit Shift habe ich die, glaube ich, gerade losgelassen. Und so kann man dann zum Beispiel NPCs einsammeln. Was macht denn der Dino? Der hüpft hier irgendwie so rum, komisch.
So, komm, hups, bist du weg. Naja, so geht das jedenfalls. Ich weiß nicht, ob es auch bei Feinden so geht, keine Ahnung. Was ist das? Das ist ja wo? Also... Lieber Hannibal, was ist das nur mit deinen Kreaturen, mit deinen Hello-Nieren-Cats immer? Das ist ja unfassbar. Also, die sehen alle aus wie... Na, ach, bitte nicht. Ach, Hanni. Ach, nö. Wo sind denn die anderen? Die fluffigen Marshmallows. Bitte. Das darf doch nicht die Possibility sein. Was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt... Ach, ich muss den Game-Mode dann wieder ändern, ne? Die fliegen jetzt hier natürlich wild durch die Gegend. Die gehören ja gar nicht hin. Genauso wie der Cave-Ogre. Ach, der sieht ja lustig aus. Bäh. Latscht der mir jetzt alles kaputt hier? So, ich bringe mich mal ganz kurz in Sicherheit ein bisschen. Denn ich wechsle gleich wieder den Game-Modus. Das kann mich ja nicht angreifen. Ich wollte schon immer mal gucken, was passiert. Das habe ich noch nie probiert übrigens. Was passiert, wenn... Okay, die Ogre plätten da hinten gerade. Oder was machen die? Der eine wütet gerade ein bisschen durch die Gegend. Ich laufe mal schnell nach Hause. Was war das denn gerade? War da gerade ein Feuerwehrwolf auch noch? Oh, es darf doch wohl nicht wahr sein. Und auch noch der Alexi. Hau ab. Feuerwehrwolf kommt nicht rein. Ich wollte schlafen. Oder mich zumindest hier irgendwie in Sicherheit bringen. Nee, schlafen wollte ich überhaupt nicht. Ich wollte mich einfach nur in Sicherheit bringen vor den Ghasts. Aber jetzt habe ich natürlich... Hä? Komisch. Ich dachte, da war ein Fenster. Naja. Alter, wie gruselig du aussiehst und wie scheiße der Feuerwehrwolf auch ist. Oh oh. Der ist zum Glück über den Wolken und sieht mich hoffentlich nicht. Habe ich irgendwie einen Bogen dabei? Natürlich nicht. Was habe ich denn sonst dabei? Ogre? Ein Ogre habe ich dabei statt einen Bogen. Der ist natürlich auch gut. Der Dorfbewohner wird mir helfen. Na, geil. Das mit den Dorfbewohnern klappt echt super. Turtle, Ghast, Hexe. Was macht die Hexe? Oh, weißt du was? Au! Bin ich ein bisschen traurig. Und ich glaube, ich sollte was essen, habe aber nichts dabei. Das darf doch nicht wahr sein. Ich will nicht sterben. Was zum Glück nicht passiert, wenn man vergiftet ist. Sobald uns jetzt aber der Werwolf in seine fiesen Fänge kriegt, sind wir natürlich platt. Und raus komme ich auch nicht mehr. Außer natürlich... Ah, es gibt eine Möglichkeit. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich irgendwas zu essen habe. Nein. Doch. Nein. Im Spender ist nichts. Der Kühlschrank ist leer. Nein, aber ich habe Kekse hier oben drin. Ja. Okay, ich fress mir jetzt eine fette Wampe an, aber einfach nur... Oh, wie gerne ich jetzt diese American Cookies hätte. Die sind immer so verlockend da unten. So, dann heilen wir uns langsam mal wieder hoch. Gut. Wenn man bei heilen nur einen Buchstaben im Alphabet zurückgeht, hat man plötzlich ein anderes Wort. Sich an etwas aufheilen. Das ist die beste Idee, jetzt rauszugehen, solange man nicht hochgehealt ist, ne? Fliegepferd, du bleibst weg. Wir sind ja eigentlich so viele Pferde. Die alten Zossen.
Aua. Okay, ich kann mich wieder nach oben trauen. Die Ghasts sind weg, glaube ich. Was ich fast ein bisschen schade finde, dass die Ghasts weg sind. Oh. Alter! Was? 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 Hä? Drei auf einmal? Und was ist mit dem Brunnen passiert? So, mal just for fun. Ach komm, das ist eh egal. Ich hatte die Folge nämlich eigentlich was vor. Und das ist furchtbar in die Hose gegangen. Aber andererseits haben wir ein bisschen rumgeguckt. Ey, Fettklumpen. Der tut mir gar nichts. Tust du mir nichts? Ich dachte, der wäre böse. Der ist nur fett und grün. Möchtest du vielleicht eine Ente zum Frühstück? Oder als Freund? Es könnte ja dann eine befreundete Ente sein. Der guckt sich ja einfach nur um. Finde ich bewundernswert. Höhlenoger probiere ich da mal lieber nicht aus. Traue ich mich gerade nicht. Ich war zu nah dran. Die kann nicht. Das Ding kann nicht weg. Boah, ist das fett. Alter. So, der Werwolf müsste weg sein. Derpy. Sherry, die Bäckerin. Also irgendwie mir das mit den NPCs scheint einfach nicht ganz zu funktionieren. Vielleicht wegen der Alpha-Region. Dass die einfach nicht herkommen oder so. Tolle Idee. Das hatte ich nämlich eigentlich vor. Kämpft, ihr beiden. Aua. Nicht auf mich. Alter, wie es hier aussieht. Hier, ich mache dir eine Freundin und laufe schnell weg. Ich habe nämlich Angst, dass die mich angreift. Die greift mich überhaupt nicht an. Die hängen nur cool ab. Also, die sehen so böse aus. Ich dachte, die machen mich sofort platt. Hier, noch eine Schildkröte. Suppe. Ihr seht aus wie Franzosen. Ihr habt bestimmt Hunger. Der Cave-Ogre ist weg. Der kann wahrscheinlich nur im Dunkeln existieren. Naja, ja, eigentlich, es tut mir furchtbar leid, dass in dieser Folge gar nichts passiert ist, außer dass wir irgendwelche Sachen ausprobiert haben. Immerhin haben wir da was gesehen, aber naja, eigentlich hatte ich in dieser Folge Folgendes vor. Ich erzähle das jetzt mal ganz kurz, jetzt sind wir schon mal in einer Stunde. Das wird eh nicht... Ach man, ey, scheiße. Ich wollte nämlich eigentlich eine gute Laune-Folge machen, jetzt ist doch eine Zerstörungsfolge draus geworden. Furchtbarer Fail, aber die Dorfbewohner, ich wollte hier lauter Dorfbewohner spawnen lassen, ne, hier so. Das waren hier lauter Dorfbewohner. Ach, leck mich doch am Arsch, ey, das darf doch nicht wahr sein. Hier mal lauter Dorfbewohner, hätten wir hier eine riesen Party gemacht und ich wollte dann eigentlich so eine kleine Geburtstagsfolge machen. Weil diese Folge müsste doch eigentlich dann, ich habe mir das ja vorher noch zurechtgelegt, die müsste so released werden, wenn ich Geburtstag habe. Und dann dachte ich mir, mach mal so eine kleine Geburtstagsfeier hier zusammen mit allen Einwohnern. Aber leider sind die alle unsichtbar und deswegen ist ja nichts draus geworden. Deswegen forever alone tanze ich hier ganz allein durchs Gatter. Happy Birthday to me. Happy Birthday to me. Happy Birthday. Ich habe mir leider keinen Kuchen gebacken, aber was Ähnliches. Die Falltür kann ich nicht mehr da anbringen. Hier, sieht aus wie ein Kuchen. Kannst du noch eine Kerze draufstellen. Und vielleicht noch einen Keks dazu. Happy Birthday to me. Happy Birthday to me. Oh. Ich müsste jetzt natürlich fast 12 Fackeln dabei haben. Habe ich leider nicht. Hier, eine Kerze zum Auspusten. Traurigster Geburtstag ever. Naja, wenigstens sind meine unsichtbaren Freunde alle gekommen.
Happy Birthday, Lumi. So, oh Gott, jetzt habe ich voll übersteuert. Und den Keks habe ich mitgenommen. Naja, gut, das war also... Es hat einfach keinen Zweck. Es hat nicht sollen sein. Ich wollte es lustig machen. Hallo? Der hakelt manchmal irgendwie. Das liegt bestimmt wieder daran, dass ich irgendeine Scheiße gemacht habe. Naja, wie gesagt, das war also... Naja, das war... Eine Folge der Geburt... Eine Folge der Geburtstag hat vor allen Dingen auch schon direkt von Anfang an super angefangen. Und jetzt, naja... Beende ich sie eben, indem ich ganz einsam in mein Schlafzimmer gehe. Obwohl... warte mal kurz. Jetzt machen wir ganz kurz. Hier, wo ist denn hier... Ach, weißt du was? Silberfische können wir auch mal machen. Lohe ist mir egal. Zombie, Pigman, Schaf, Kuh, Huhn. Wo ist denn hier? Horsemob. Truthahn. Ich könnte mir eigentlich mal... Weißt du was? So. Das ist doch süß. Da haben wir ein paar Vögel hier, so ein paar zu, als Haustiere. Leider ist der Spielstand ja eh, ne, nehmen wir dann wieder 9. Ab morgen sind die nicht mehr da. Big Cat. Ein Bär. Kitty. Kitty, Kitty. Das war ja eine fantastische Idee. Jetzt kann ich aber die Katze nicht mehr töten, weil sonst laufen ja wieder Leute amok. Alter, echt, sorry. Nein, jetzt hier. Sorry, tut mir leid. Das war sowieso eine Roboterkatze, die war gar nicht echt. Nein, der Vogel ist gestorben. Einfach so. Habe ich vergessen zu füttern. Wieso sterben die hier drin? Nein, das ist der traurigste Geburtstag in meinem Leben. Jetzt sterben auch noch meine Haustiervögel. Ach Mann, ey, hier klappt gar nichts. Nichts klappt hier. Hier, Feueroger im Bauernhaus. Leckt mich doch am Arsch. Du bist mein einziger Freund, Feueroger. Magst du mit mir Geburtstag feiern? Ich geb dir auch einen Keks. Happy Birthday to me. Ja, ja. Erschaffe Horst. So, warte. Skelett, Spinne, Zombie, Schleim, Ghast. So. Was ist das hier? Schwarz, Rot, Gold? Was bist denn du für Nationalisten-Oger? Naja gut, darf man ja machen. Flaggenfarben darf man ja tragen, ist ja nichts Schlimmes dabei. Ja, Oger, dann... Ich geh mal pennen. Du bewachst da unten alles, ne? So, guckt keiner mehr? So, komm. Du kleine Schnitte. Oh, da warte, ich hab ja Geburtstag. Ui! Das wird spannend. Gute Nacht, ihr Lieben. Bis zur morgigen Folge. Sorry für den heutigen missratenen Scheiß. Gute Nacht. Ach, leck mich doch. Weh, du haust ab. Alter. Die Nasen sind so schräg.